Endlich wieder Euro 20 Plus vor Ort. Nach einer Corona-Zwangspause hat die Bundesbank wieder junge Menschen zum Diskutieren und Netzwerken nach Frankfurt eingeladen. Die Teilnehmenden konnten auf den Vorstand der Bundesbank treffen und an Workshops rund um die Themen Inflation, Klima und digitales Geld teilnehmen. Jetzt nach der langen Pandemie hat es einfach mal richtig gut getan, wieder Menschen zu sehen. Mir haben vor allem die verschiedenen Workshops gefallen. Es war eine super interessante Veranstaltung, viel Input, interessante Beiträge von den verschiedenen Gästen und dann direkt zwei Town Halls. Mich hat sowohl der Bundesbankpräsident als auch der Gouverneur der Spanischen Nationalbank enorm beeindruckt und ich hatte extrem viel Spaß. Das war einfach sehr schön, einfach mal zu sehen, wer sind die Menschen, die hier arbeiten, wie sind die drauf, wie denken die, wie gehen die miteinander um, und das war für mich das Wertvollste, was ich mitgenommen habe. Highlight an den zwei Tagen waren die beiden Town Hall Meetings mit dem Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel und dem spanischen Notenbankgouverneur Pablo Hernández de Cos. Beide beantworteten die Fragen der Teilnehmenden zu Inflation, Geldpolitik und Nachhaltigkeit und brachten die beiden Notenbanker ganz schön ins Schwitzen. Ich war überrascht, also die Intensität der Fragen, das war ganz schön hart, ja, aber das hat Spaß gemacht. Viele, die super informiert sind, die mich wirklich auf den Prüfstand gestellt haben, und einmal mehr zeigt es mir, wie wichtig es ist, dass wir zur Geldpolitik gut, offen und auch verständlich kommunizieren. Zum Abschluss durften die jungen Leute in einem Thinkathon selbst noch einmal kreativ werden und ihre Ideen für die Zukunft präsentieren. Besonders schön, sich mal wieder persönlich mit anderen auszutauschen. Auch dafür gab es genug Gelegenheit.